Danke vielmals für die schönen Klänge. Auch von meiner Seite herzlich willkommen auch im Livestream. Teil sind, glaube ich, in der Ferien, irgendwo im Grünen. Herzlich willkommen und auch einen schönen Karfreitag für euch. Ich habe gerade gedacht, Karfreitag, der war Unterricht und der Lehrer hat alle gefragt, was dem Karfreitag passiert sei. Und der Hansli hat einfach keine Ahnung gehabt. Und beim nächsten Mal um mich. Und dann hat er gedacht, ja, hey, jetzt muss ich schon einmal heim zu dem, zu diesen Bauern daheim und zum Vater. Und dann hat er gesagt, ja, es ist einfach schon zu viel. Der Hansli wüsste nicht einmal, dass Jesus am Karfreitag gestorben sei. Und dann hat der Bauer gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass er krank war. Ja, wir schmunzeln darüber, aber es ist vielleicht so weit. Viele wissen heute gar nicht mehr recht, was am Karfreitag passiert ist. Das Thema von heute wäre Beten. Schwerfällt. Ich war früher mit einer jungen Frau im Hauskreis und die war so fasziniert von den jüdischen Regeln. Leider hat sie dann ihren Mann verlassen und sie hat ihm sogar Zöhne abgegeben und sie ist ins Kloster gegangen. Und ich habe so gemerkt, viele Menschen leben gerne nach Normen. Nicht wenige suchen darum auch in fernöstlichen Religionen Antwort. Sie suchen einen Weg, der genau vorzeigt, wie man leben soll. Sie gerne regen. Mehr als wir denken, sind darum auch fasziniert vom Islam. Denn viele religiöse Strömungen zeigen oft bis ins Einzelne auf, wie man genau den Weg zu gehen hat. Und wir leben auch immer um junge Menschen, die unter Druck sind. Ja, ich habe immer müssen, ich habe nicht dürfen. Irgendwie nie wirklich verstanden. Jesus aber gibt uns keine Wanderkarte in die Hand, die der Weg genau vorzeigt. Die Bibel ist vielmehr wie eine Kompassnadel, die uns auf das Leben von Jesus herweist. Und bei jeder Weggabelung und Entscheidung stellt sie uns die Frage, welchen Weg will ich jetzt wählen? Benutze nicht den Kompass. Achte nicht darauf, in welche Richtung die Nadel zeigt. Und gar nicht nach dem Weg auf. Jesus nimmt uns die Entscheidung nie ab. Da muss jeder Mensch, jeder Christ muss das alleine treffen. Und es ist immer deine und meine Freiheit. Jeder muss entscheiden, ob er sich nach dem Kompass vom Wort Gottes richtet, ob er sein Wort beachtet, ob er auf die innere Stimme lässt oder eben nicht. Und wenn wir manchmal schon im Leben zickzack weggehen, sein Kompass, der weist uns immer um mich zurück auf den richtigen Weg. Aber es ist immer meine Freiheit. Sünde heisst ja wörtlich auch Zielverfehlung, wie wenn ich mit dem Pfeilbogen schiesse oder nebenschiesse. Das Ziel verfehlen. Wenn ich vom Weg abkomme, Gott will es um mich zurückbringen auf seinen Weg. Und ich möchte uns heute Karfreitag die Frage stellen, wie gehe ich den Weg? Was ist, wenn ich nämlich beten kann, vielleicht sogar nämlich mag leben? Wenn mein Innere verwirrt ist und ich denke, oder es vielleicht sogar sage, es reicht einfach. Ich mag nämlich, wenn mein Leben nur möglichst schnell zu Ende will. Gründe dazu gibt es eigentlich genug. Wir sind enttäuscht worden, fühlen uns einsam. Oder Menschen, die Schmerzen haben, die sich kaum aushalten. Niedergeschlagenheit, Auswegslosigkeit. In so Momenten, wo wir keinen Weg mehr sehen, da helfen uns die Sprüche wenig wie, wo ein Wille ist, ist schon ein Weg. Oder wenn ich in dieser Situation wäre, dann würde ich jetzt das und das machen. Oder ich hätte sie so und so gemacht. Wenn ich keinen Weg mehr sehe, hilflos bin, dann hilft mir nur noch der Kompass, in dem ich Gott bitte, mir um eine neue Hoffnung zu schenken. Dass seine Zusage mir um mich aufhilft und ich weitermache. Und so eine Zusage voller Hoffnung, die in Jesus in Erfüllung gegangen ist, steht hier in Jesaja 42, Vers 1 bis 7. Und das möchte ich mit uns noch lesen. Darüber möchte ich auch eine Predigt machen. Jesaja 42, Vers 1 bis 7. Da heißt, siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen.
Er wird nicht schreien und rufen, noch seine Stimme erheben. Man wird ihn nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis auf Erden das Recht aufrichtet. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Odem gibt und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker bis daher. Wir haben hier drei Wesenszüge in diesem Wort, die uns darauf hinweisen, an was man den Knecht Gottes wird erkennen. Zuerst, er wird nicht schreien, er erhebt seine Stimme nicht. Zweitens, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Und drittens, er wird der glimmende Docht nicht auslöschen. Das hat dann zu dieser Zeit jeder sofort verstanden. Denn in der Praxis ist in jedem Dorf, bei jeder Gerichtsverhandlung genau das Gegenteil passiert. Eine Gerichtsverhandlung hat damit angefangen, dass es eine marktschreiende Bekanntmachung gegeben hat. Ja, das ist ein Verbrecher und so. Das hat man durchs Dorf gerufen. Dann ist der Anklagte gebrochen worden und anschließend ist sein Lebenslicht ausgelöscht worden. Und jetzt beschreibt hier der Jesaja, der kommende Gottesknecht, so ganz anders. Er schreit und erhebt seine Stimme nicht. Er macht also genau das Gegenteil von dem, was üblich war. Dann ist bei einem Gericht der beauftragte Diener laut schreiend durchs Dorf gegangen und hat den Gerichtstermin bekannt gegeben. Es ist also darum gegangen, schon im Voraus der Anklagte anzuschwärzen, indem man aufgezählt hat, was der alles gemacht hat. Und man wollte damit Leute gewinnen, die auch noch etwas gegen den aufzählen, die auch noch Anschuldigungen vorbringen, damit sie den ebenfalls als Zeuge gegen ihn haben können. Und jetzt kommt hier der ganz andere Gottesknecht. Und wer er ist, beantwortet er uns auch schon der Prophet im Alten Testament, in Zacharia 3, Vers 8, hieß: Schon bald werde ich meinen Knecht, den Spross, auftreten lassen. Es ist der Spross, der aus dem Hause Davids kommen wird. Und interessant ist jetzt, dass Jesus so in der ersten Gemeinde bereits von Anfang an Gottes Knecht genannt wird. Wo Petrus seine Predigt im Vorhof vom Tempel angefangen hat, sieht er: Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht auferstehen lassen und ihn gesandt, um euch dadurch zu segnen, dass ein jeder unter euch sich von seiner Bosheit bekehre. Und in seiner Rede vor dem Hohen Rat sagt der Petrus dreimal, er ist der heilige Knecht Gottes. Apostelgeschichte 4, 25 bis 30. Auch der Didache, also in der ältesten Gemeindeordnung, die man hat, in der sogenannten Lehre der Apostel, sie ist so ungefähr 60 bis 65 nach Christus niedergeschrieben worden. Im Gebet zum Abendmahl schließt der Satz fünfmal mit dem Wort durch Jesus deinen Knecht. Wir sehen also bereits schon im Alten Testament wie im Neuen Testament, wie in der ersten Gemeinde Jesus als Knecht Gottes genannt wird. Ja, wir müssen daran denken, eine alte Frau, wenn sie gebetet hat, sie hat sie immer gesehen: O Herr Jesus, segne du den Herr Pfarrer und auch unseren Knecht. Und jetzt wisst ihr, warum ich mich immer noch Prediger nenne und nicht Pfarrer oder Pastor. Segne du den Herr Pfarrer und auch unseren Knecht. Und nun lesen wir hier in Jesaja 42, er, der Knecht Gottes, er wird weder schreien noch lärmen. Der Weg von Jesus war kein Weg von lauten Worten Propaganda. Jesus geht ganz still durch die Welt.
Das war keine fromme Show, die er abgezogen hat. Er richtet sein Wort nicht nach dem gesellschaftlichen Druck. Er redet uns Menschen nicht nach dem Maul. Er hat auch keine Scheiterhaufen aufgerichtet, wo man wie einer wieder Haus einfach verbrennt hat. Und wenn man so die Geschichte anschaut, wie viel Druck das da war, Zwangsbekehrungen. Er verzichtet auf jede Zwangsbekehrung. Jede Art von Druck war Jesus völlig fremd. Als Menschen seiner Wunder erlebt haben, hat er sie sogar aufgefordert, zu schweigen und nichts weiter zu erzählen. Er hat nicht wollen, dass sie damit hausieren. Vielmehr hat er wollen, dass jeder, der von ihm angesprochen wird, in seiner Entscheidung ganz frei bleibt. Voller Geduld wartet er auf die ganz persönliche Entscheidung, die der Mensch trifft in seinem Herz. Voller Geduld wartet er darauf. Der Messias, der Sohn vom lebendigen Gott, ist als Mensch geboren worden und er macht all das dadurch, was auch wir durchmachen, hat er selber durchgemacht. Er kommt als Knecht Gottes zu uns, um uns zu dienen. Und eine der schwersten Anfechtungen, die er erlebt hat, war im Garten Gethsemane, wie es in der Textlesung gehört. Petrus oder Johannes oder Jakobus sind Zeugen geworden, wie Jesus anfängt zu zittern und zu sagen, wörtlich müsste es hier heissen, er zittert davor, vor allen alleine gelassen zu werden. Diese Angst hat auch er durchgemacht, von allen verlassen zu sein. Doch dann erlebt er genau das, wovor er am meisten Angst hat. Statt mit ihrem Meister zu wachen und zu beten, schlafen sie ein. Jesus faltet seine Hände alleine. Er knäuelt hier auf dem Boden, wirft sich auf die Erde. Dreimal ist er alleine. Es ist ein Beten ohne Wort. Jesus wird hier von allen verlassen. Er hat mehrmals vorausgesehen, dass er den Leidensweg gehen muss. Aber jetzt, wo es wirklich anfängt, fängt er an zu zittern. Er hat Angst und er ist verzweifelt. Und ich also denke, geht es uns nicht auch manchmal so. Bei allen guten Vorsätzen, die wir uns manchmal vornehmen, in gewissen Zeiten, wenn es gut geht, hey, ich bleibe da stark, weisst du, wie es das schon wie. Im Augenblick vom Schweren, wenn der kommt, dann muss man manchmal so ganz alleine alles durchkämpfen. Alle guten Absichten sind auf einmal verflogen. Man ist entmutigt. Was mir einmal so richtig schlecht gegangen ist, da konnte ich nur noch beten, Jesus, hilf du. Und so Momente gibt es doch manchmal bei uns allen, wo wir irgendwie nicht mehr weitersehen und denken, ach, was soll das Ganze? Jesus, hilf du. Ich kann mich nur noch fallen lassen in deiner Hand. Oh, Jesus muss sich noch einmal ganz neu dazu durchringen, ja zu sagen zu diesem schweren Weg. Wir sehen das an seinem Niederknäulen und auf sein Angesicht fallen, indem er den Staub der Erde berührt. Es ist ein Beten, könnte man sagen, ohne Wort. Und das ist das Erste, was wir hier sehen, wenn wir nicht mehr ein noch ein auswissen. Dann brauchen wir nur auf unser Knäuel zu fallen. Und wir müssen gar nichts mehr sagen. Wir können ohne Wort beten. Damit aber sagen wir, Gott, mein Schöpfer, du bist auch jetzt noch der Herr von meinem Leben. Auch wenn ich im Moment keine Hoffnung mehr habe. Und das Schöne ist, Gott hört das Beten, auch wenn wir nichts sagen. Wir müssen nicht immer grosse Worte machen. Manchmal ist es ehrlicher, auch einfach nichts zu sagen. Einfach nur vor ihm niederknäulen. Jesus hat das hier selber durchgelitten. So wie es der Jesaja vom Gottesknecht voraussieht. Er wird weder schreien noch lärmen. Er bleibt stumm. Das Zweite, was er hier in diesem Text erwähnt, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen. Gehen wir zurück zur damaligen Gerichtsverhandlung. Ein Angeklagter hat dann sein Rohrstecken mitnehmen. Der Stecken war sicher von seiner Stütze, von seiner Lebensstütze. Er hat ihn vielleicht das ganze Leben begleitet. Und jetzt wird ihm der Stock vor Gericht aus den Händen genommen und wird vor aller Augen zerbrochen. Es bedeutet, dein Rohr, deine Stütze, wird jetzt von dir weggenommen und zerbrochen. Und jetzt sieht er Jesaja ganz anders beim Knecht Gottes.
Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, sondern er wird es liebevoll wieder aufrichten. Das hat dann jeder verstanden. Bei Jesus wird also ganz anders zugehen als vor allen menschlichen Gerichtsverhandlungen. Und hier in Gethsemane gleicht Jesus selber ja auch so einem geknickten Rohr. Das kommt in dem Wort zum Ausdruck, wo er sagt: Tief betrübt ist meine Seele, in mir bis an den Tod. In diesem Wort steckt der Wunsch: Ich will lieber tot als lebendig. So müsste man es übersetzen. Seine Seele ist so von Schmerz innerlich erfüllt, dass er lieber tot will. So beten hier schon zwei Propheten vor ihm im Alten Testament, wo der Elia von der Isabel der Fahne gesprungen ist und nicht mehr konnte, sagt er: Hey, es ist genug, nimm mein Leben von mir her. Und der zweite Prophet, der Gott nach Ninive geschickt hat und der Ninive nicht untergehen wollte, betet der Jona: So nimm nun her meine Seele von mir. Also lass mich doch sterben. Ich möchte lieber tot sein als lebendig. Und Jesus sehnt sich hier auch ein Stück weiter nach. Jetzt so hier und jetzt sterben. Es ist genug. Tief betrübt ist meine Seele. Jesus wünscht sich, bevor das ganze Leiden anfängt, können sterben. Menschen reden hier manchmal schon von der letzten Versuchung von Jesus. Bei den ersten drei hat der Find alles daran gesetzt, Jesus abzuhalten, Gottes Reich zu verkündigen. Die Menschen zur Buße und zur Umkehr zu rufen und ihnen den Vater zu offenbaren. Er wollte das alles verhindern. Er wollte, dass Jesus ein Wunder tut und aus Steinen Brot macht. Er wollte, dass er eine grosse Show abzieht und von der Zinne vom Tempel achikumpet. Und er wollte ihm als Fürst von dieser Welt alle Reiche von dieser Welt übergeben. Das waren die ersten drei Versuchungen. Und Jesus hat alle drei Versuchungen mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, beantwortet. Nämlich: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde des Herrn kommt. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und du sollst anbeten, Gott, deinen Herrn, allein und ihm allein dienen. Er hat dem Find widerstanden, indem er alle Versuchungen einfach Gottes lebendige Worte entgegengehalten hat. Und jetzt setzt der Satan noch einmal alles dran, Jesus davon abzuhalten, unser Erlöser zu werden. Wir haben hier eine der wichtigsten Stunden, könnte man sagen, von der Weltgeschichte. Der Satan will Jesus jetzt abhalten, für uns den Weg ans Kreuz zu gehen, für uns zu sterben und uns zu erlösen. Und seine letzte Versuchung war wahrscheinlich auch die grösste. Satan will Jesus zum Nähe am Tod am Kreuz bewegen, dort für uns zu sterben. Und er sieht sich vielleicht schon mal als Gewinner, genau wie bei den ersten Versuchungen auch. Aber nachher heisst es genau gleich wie bei den ersten Versuchungen: Es erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. So hat Jesus so die letzte Versuchung bestanden. Aber die Tatsache, dass Jesus auch die Todessehnsucht kennt hat, das ist doch irgendwie auch ein grosser Trost für uns alle. Wo manchmal an diesem Punkt ist: Ich möchte nicht mehr weiterleben. Was für ein Trost ist es zu wissen, Jesus hat das selber auch durchgemacht. Der Paul Schütz sieht es in seinem Kommentar so: Niemals war Jesus dem, was Menschsein heisst, so nahe wie in Gethsemane. Aber wir erkennen auch noch etwas anderes daraus. So wie Gott schon der Elia oder Jona im Alten Testament eben nicht alleine gelassen hat in diesem Moment vom Elend, sondern sie neu gestärkt hat, so tut er es eben auch hier bei Jesus. Gott lässt seine Kinder nie alleine. Er lässt sie nicht alleine sein. Ich mag mich noch einmal an eine junge Frau erinnern, die auch so gar keine Hoffnung mehr hatte, nicht mehr wollte vom Glauben wissen. Und dann war sie angestellt, sie hätte dort in den Keller gehen Moster reichen. Und dann hat sie gesagt: Ach, geh doch mit. Und ich bin dort mit in den Keller, und da war noch so ein grosses Wasserglas, so ein grosses 30 Liter Mostglas. Und dann hat sie wollte den Most rauslassen, es ist einfach nicht gekommen. Es hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe ein bisschen näher an diesem Schläuchchen umgedrückt, und dann ist es um mich gekommen.
Dann habe ich gesehen, siehst du, so ist es manchmal schon. Manchmal ist eine schöne Beziehung zu Jesus einfach verklebt. Und er wollte das um mich öffnen, dass es eben um mich fließt. Und sie hat gesehen, ich habe so gar keine Hoffnung mehr gehabt. Und jetzt habe ich um mich so neue Mut, im Glauben weiterzugehen. So ist es auch bei uns. Gott lässt seine Kinder nicht alleine. Wo wir zu ihm kommen, stärkt er uns. Und wir kennen da drin drum auch seine Zusage, er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, sondern neu aufrichten. In der aramäischen Übersetzung hieß es, der nichts mehr vorzuzeigen hat, der einem geknickten Rohr gleicht, der wird er nicht zerbrechen. Der Knecht Gottes, der Messias Jesus, er zerbricht keiner von uns. Für Jesus gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Ich kann zu jeder Zeit, wo immer ich bin, zu ihm kommen. Ob mit meinem zerbrochenen Leben, mit einer geknickten Hoffnung oder mit meiner gebrochenen Kraft. Jesus gibt mir neue Hoffnung. Er richtet mich neu auf und er bringt mich auch mit zurecht. Ohne Hoffnung aber, so schreibt der Paulus, sind nur die, die ohne Christus leben. Und der Thessalonicher schreibt er, ihr müsst nicht traurig sein wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Und wisst ihr, was uns von anderen Religionen unterscheidet? Das ist nicht Liebe. Wir sind immer mit vielen Menschen begegnet, wo wir ein Vorbild sind, wie die miteinander umgehen. Was uns von anderen Religionen unterscheidet, das ist die Hoffnung, die wir haben. Eine lebendige Hoffnung. Gewissheit, unser Gebet, das geht eben nicht nur bis an die Decke, sondern wir dürfen genau das erleben, was Jesus hier erlebt hat. Und er geht nichts gestärkter Weg vom Vater weiter, den er ihn führt. Und er hat versprochen, auch uns nie zu verlassen, sondern bei uns zu sein, bis ans Ende der Welt. Christen dürfen ihm alles sagen. Wir brauchen uns nicht zu schämen, wir dürfen unser Elend sogar rausschreien und ihm sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr weiter. Er versteht es, weil er es selber durchgemacht hat. Und er wird gegen jede andere Gerichtsverhandlung in dieser Welt das Zerbrochene um mich heilen und um mich aufrichten. Und noch das Dritte, was hier noch steht, ist, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. In der damaligen Gerichtsverhandlung hat der Anklagte nicht nur sein Stecken, sein Rohr mitnehmen, wo er mit ihm durchs Leben gegangen ist, wo vor aller Augen zerbrochen worden ist, sondern er musste auch ein brennendes Öllämpchen mitnehmen, mit einem Docht in der Hand. Und dann ist das Öllämpchen vor aller Augen ausgeblasen worden. Und jetzt sieht er Jesaja um mich, wie der Gottesknecht den glimmenden Docht eben nicht auslöscht, wie es üblich ist, sondern vielmehr neu entfacht und neues Feuer reinblaset. Wie er schützend seine Hand über das Licht hat. In der Übersetzung steht, die Armen, die wie ein erlöschtes Licht sind, löscht er nicht aus. Der, der nur noch flackert, der nur noch glimmt, der löscht er nicht aus. Der glimmende Docht ist ein Bild für ein farbloses, trübes, lichterloses, nur noch glimmendes Leben. Ach, ich weiß nicht so recht, wie es weitergeht. Für ein Leben, wo das Licht am Verlöschen ist, vielleicht auch der Glaube, eigentlich vielleicht nicht mehr recht weiter wissen. Und genau das erlebt jetzt Jesus hier auch noch in Gethsemane selber. Wir lesen, er ist in Todesangst geraten, dass er nur noch beten konnte und heftigen inneren Kampf hatte. Hat so fest, dass er der Schweiß wie ein Blutstropfen auf die Erde gefallen sei. Er erlebt sozusagen die Agonie, Todeskampf, wo alles unser Kämpfen völlig aufzerrt. Agonie, griechisch, ist ein langsames Erlöschen vom Leben. Nerven, die langsam aufhören, kurz vor dem Eintreten vom Tod, eben das Blutschwitzen. Und was der Lukas hier berichtet, bedeutet, das Blut von Jesus mischt sich jetzt mit unserem Blut, mit unserem Schweiß, mit unserem Seufzen, mit unseren Tränen, die wir haben. Jesus kennt jede einzelne Träne, die du oder ich je geweint hast. Er mischt hier sich selber mit unserem Blut und mit unserem Seufzen.
Und im gleichen Atemzug fährt der Lukas fort. Aber er betete noch heftiger. Dennoch blieben die Augen von Jesus ganz auf Gott ausgerichtet. Seine Hände gefaltet, sein Maul offen. Und dann wird berichtet, was er betet. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Und da steht bei Markus, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Bei Matthäus, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und beim Lukas, jedoch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Dieses doch, dieses dennoch, jedoch, aber, zeigt, hier fängt etwas Neues an. Und das Neue beginnt, indem er betet, wie wir es vorhin auch betet haben, unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe, dein Reich komme. So wie du willst, soll es bei unserem Leben auch passieren. Ich fasse nochmal zusammen. Jesus, der Knecht Gottes, betet in seinem Leidenskampf zuerst ganz ohne Wort. Und das darf auch mir. Jesus hört uns, er hört uns, gerade auch da, wenn wir nicht weiter wissen. Das Zweite, sein Hilfeschrei, sein Klagen, seine ganze Verzweiflung. Herr, ich kann nicht mehr. Tief betrübt ist meine Seele bis in den Tod. Es ist genug. Ich möchte lieber hier und jetzt sterben. Und das Dritte ist ein kontemplatives Beten. Zu beten, ich überlasse es dir, Vater. Angesichts von dieser Sinnlosigkeit, von dieser Nacht, von dieser tiefen Verzweiflung und Todessehnsucht, betet Jesus, ich bitte dich nicht um einen schnellen Tod. Und nicht um ein gutes Leben. Ich überlade die Entscheidung dir. Du bist der Herr über mein Leben. Ich vertraue mich dir jetzt hier ganz und gar an, mit allem, was ich bin und habe. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Dein Wille geschehe. Wir wissen, wie schwer es ist, in Krankheit, in Verzweiflung zu sagen, ich bitte dich nicht um neue Kraft und ein neues Licht. Ich bitte dich auch nicht, dass du ein schnelles Ende machst mit mir, sondern mach es so, wie es dir dient, wie es du willst. Ich vertraue dir jetzt mich an. Lass uns den Kompass nehmen und nach seiner Nadel richten und nach seiner Nadel gehen. Im Widerstand gegen Nationalsozialisten ist der Pater Meyer Rupert mehrmals verhaftet worden. Schließlich ist er ins KZ gekommen, Sachsenhausen. Und dort hat er folgendes Gebet formuliert, das mich immer auch mit tief bewegt. Und ich möchte, dass wir das jetzt miteinander noch lesen. Ihr habt es um eine Kärtchen bekommen, ja, so hier vorne. Und dass wir dann einfach einen Moment still sind darüber. Und die mögen, dürfen auch aufstehen dazu. Wir müssen miteinander lesen. Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinen Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist es Zeit. Und wann du willst, bin ich bereit. Heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin. Und was du willst, ist mir Gewinn. Genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du's willst, drum ist es gut. Und weil du's willst, drum hab ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass unser Herz und Leben und unsere Zukunft in seinen Händen ruht. Und ich möchte uns einladen, noch einen Moment einfach still zu sein über diesem Gebet. Vielleicht noch mal drin, den Satz zu wiederholen. Dass wir so eine Zeit haben von der Stille. Ich schließe dann mit Gebet ab.
Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn geschenkt hast, dass er Mensch geworden ist, dass er für uns den Weg gegangen ist bis ans Kreuz, dass er zahlt hat für unsere Schuld und dass wir gerade heute am Karfreitag einfach auch ganz tief von mir daran erinnert werden dürfen, was es dich auch gekostet hat. Dass du dein Leben auf einen Altar gelegt hast als Opferlamm. Dass du für uns gestorben bist. Und dass du all unsere Schuld auf dich genommen hast. Du, wir auch manchmal, vielleicht auch ein glimmender Docht sein oder ein knicktes Rohr, dass wir dürfen wissen, du brichst uns nicht ganz. Du richtest uns um mich auf. Du zeigst uns auch den Weg weiter. Und darum beten wir dich an, weil du souverän bist und du über allem stehst. Und darum danken wir dir, dass du deine Liebe hergegeben hast, dein Blut hast fliessen lassen, dass wir auch im Abendmahl jetzt noch daran denken dürfen, was du uns sein willst. Dass du uns so nachkommst, dass du immer um unser Herzen innerlich berührst. Dass wir nicht nur einer Theorie nachfolgen, sondern einem Gott, der uns ganz persönlich begegnet. Der all das auch durchgemacht hat, was wir manchmal durchmachen. Der aber auch einen Weg hat. Danke, dass du nicht ein Zwang bist, sondern wie ein Kompass, der uns den Weg weist. Und dass wir dir einfach nachfolgen dürfen. Und je mehr wir es erkennen, je mehr wir es tun, je mehr begegnest du uns auch. Und danke für das Gebet, das wir zusammen beten dürfen. Lass uns auch so Menschen sein, die auch immer um mich bereit sind, loszulassen und auf dich zu hören und uns von dir führen zu lassen. Wie du willst, so ist es gut. Darum habe ich Mut. Amen.